Schreckliche Szenen gestern Abend in Frankfurt. Eine Frau liegt mit schweren Kopfverletzungen am Boden, wurde angeschossen. Heute bis in die Morgenstunden ist die Spurensicherung am Tatort. Gestern Abend um kurz vor 10 war eine 29-jährige Frau aus Hanau hier auf der Theodor-Heuss-Allee unterwegs, als sie offenbar von ihrem Ex-Lebensgefährten verfolgt und in den Kopf geschossen wurde. Noch immer sieht man auf einer Distanz von mindestens 50 Metern Kreidemarkierungen von der Polizei, Markierungen an Autos von der Spurensicherung und vor allen Dingen viele Blutspuren auf der Straße. Und so haben die Ermittler die Tat rekonstruiert. Ein 49-jähriger Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis hat es offenbar auf seine Ex-Freundin abgesehen. Dieser Mann zog unvermittelt eine Schusswaffe, gab einen Schuss in Richtung der Geschädigten ab, der traf sie im Kopf. Die schwer verletzte Frau bleibt auf dem Boden liegen. Passanten finden sie und fahren sie zum nahegelegenen Polizeirevier. Von dort kommt sie ins Krankenhaus. Der beschuldigte 49-Jährige versuchte anschließend, sich selbst zu töten, brachte sich ebenfalls eine Kopfverletzung bei. Daraufhin erschienen dann 4 Tatzeugen, auf die er ebenfalls schoss. Wobei er Gott sei Dank keinen der Zeugen traf. Einer der Schüsse gegen eine Fensterscheibe, der zweite traf ein vorbeifahrendes Fahrzeug. Aber auch hier hatten wir Glück und es kam nicht zu Verletzten. Der Grund für die Tat? Offenbar Beziehungsprobleme. Beide waren über Jahre zusammen, haben zusammen gelebt und vor kurzem hat die Frau die Beziehung beendet. Wir denken, dass da das Motiv zu suchen ist. Immer wieder kommt es in Trennungssituationen zu Gewalttaten. Kriminalpsychologe Rudolf Eck hat hunderte von Beziehungstaten studiert, kann Muster erkennen. Beziehungstaten passieren häufig in Trennungssituationen. Während oder unmittelbar nach einer Trennung, wenn einer der beiden Partner, der Mann zum Beispiel, das nicht akzeptieren will, nicht akzeptieren kann und alle Versuche, die Partnerin, die ehemalige Partnerin wieder zurückzugewinnen, scheitern und er damit nicht leben kann. Er will sie entweder nicht einem anderen dann überlassen oder er selber kann sich ein Leben ohne diese Frau nicht vorstellen. Der verletzte Mann versucht nach den Schüssen noch zu fliehen. Doch er kommt nur einige hundert Meter weit. An der Dammheide kann er von der Polizei festgenommen werden. Auch er kommt ins Krankenhaus. Die Frau ist jedoch mit erheblichen Kopfverletzungen deutlich schwerer verletzt als ihr Ex-Freund, der die Waffe gezogen hat. Sie schwebt aber wohl nicht in Lebensgefahr.